Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk mit einem ganz interessanten Gast. Ein Gast mit einer sehr interessanten Firma und ich freue mich wirklich, dass er sich die Zeit genommen hat, hier heute mit dabei zu sein. Herzlich willkommen, Christian Sommer. Danke für die Einladung. Hallo. Christian, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Interview auf Du zu machen. Deine Firma ist ein Begriff nicht nur in Vorarlberg, sondern weit über die Grenzen hinaus. MyRobotCenter. Die Vorarlberger kennen es natürlich alle, die Österreicher lernen es heute kennen. Was steckt hinter MyRobotCenter und wie ist das Ganze vor 10 Jahren entstanden? Also MyRobotCenter vor 10 Jahren war eigentlich eine Zufallsgeschichte. Also es hat eine deutsche Firma einen Partner in Österreich gesucht über die Plattform von der Wirtschaftskammer. Mein Vater hat das Inserat gesehen und ja, das war sehr spannend. Also das war eigentlich aber rein auf den Onlinehandel beschränkt. Und ja, ich habe mir das dann angehört. Wir hatten die ganze Infrastruktur. Und dann haben wir einfach gesagt, mein Geschäftspartner und ich, wir probieren das einmal, das ganze Spiel. War eigentlich auch zuerst am Anfang als Nebengeschäft gedacht, nicht als unser Hauptgeschäft. Also ich war hauptsächlich in der Logistik. Der Daniel, der Geschäftspartner, war im Möbelbereich unterwegs, so genau. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Geschäft boomt, also dass da wirklich eine Nachfrage da ist. Waren dann auch innerhalb von 2 Monaten größer wie unsere deutschen Partner, von dem her gesehen. Dann hat auch alles ein bisschen länger gedauert, wenn wir was brauchten, zum Beispiel im Online-Shop und solche Geschichten. Und dann war einfach, und wir gesagt haben, okay, haben wir die Entscheidung gefällt, dass wir es komplett eigenständig machen. Dann sind wir nur auf Österreich beschränkt und das war eben im Oktober 2008. Und dann ist die Marke MyRobotCenter schlussendlich entstanden. Das MyRobotCenter wurde eigentlich groß, wenn ich das aus der Ferne so betrachtet sehe, durch die Staubsauger, durch die Roboterstaubsauger. Das war damals in Vorarlberg vor 10 Jahren. Ma, da gibt es einen Roboter, der übernimmt mir die Arbeit. Ich glaube, das war auch der Einstieg für eure Firma. So ist es. Also vor 10 Jahren hat es halt eigentlich hauptsächlich nur Staubsaugerroboter und Mähroboter hat es da auch schon gegeben. Das Thema war eigentlich, mir hat die Technologie fasziniert. Roboter war ganz in den Kinderschuhen. Man hat eigentlich immer gesagt, okay, da wo die Computer vor 30 Jahren waren, sind wir jetzt eigentlich mit den Robotern. Und das merkt man auch. Also es steckt noch viel in den Kinderschuhen. Also es ist eine Riesenentwicklung da. Also wir wissen zum Beispiel, dass eben ein Küchenroboter gerade produziert wird oder Prototypen, so muss man eigentlich sagen. Den Bügelroboter, den auch Wäschefaltroboter, das heißt, die Kleidung wird gefalten, wird getrocknet, wird gebügelt. Das wäre schon eigentlich so das Endresultat. Die Mähroboter zum Beispiel werden immer schlauer, es wird alles vernetzt, die ganzen Staubsaugerroboter. Früher, man hat immer gemeint, der Eiroboter, der fährt so im Chaosprinzip durch die Gegend, von dem her gesehen, das hat man immer gehört, der hat doch gar keine Logik. Da war schon eine gewisse Logik dahinter, nur das dem Kunden zu erklären, das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mittlerweile sind eben Kameras oder mit Lasernavigationen drinnen. Dann mittlerweile halt überall auch Apps, wo er einstellen kann, machen wir zum Beispiel zuerst das Badezimmer, dann machen wir das Wohnzimmer, von dem her gesehen. Also die Technik schreitet da rasant. Also die Roboter ziehen ein in unseren Haushalt. Wenn ich das hernehme, jetzt speziell bei diesen Geschichten, auf die Erfolgsgeschichte von euch zurückzukommen, das Ganze hat ja wirklich im ganz kleinen Rahmen begonnen, in einem, was ich, 30, 40 Ist Quadratmeter, zu vielleicht groß. zu groß oder 20 Quadratmeter, heute das Robotzentrum Garmarkt und in Innsbruck Geschäftsstellen, international einer der Marktführer. Man muss aber dazu sagen, oder darf dazu sagen, das weiß ich aus dem Vorgespräch, also ihr vertritt im Prinzip alle großen Marken Wir sind im reine Bereich Händler, ja. vom, also Händler für alle Marken. Also beispielsweise bekommt man alles quer durch. Nicht für alle Marken, es müssen natürlich die Konditionen auch stimmen, aber ich sage einfach mal die großen und wo auch Qualität schlussendlich stimmt. Ich glaube auch eines von den Erfolgsrezepten von MyRobotCenter ist, und das sage ich auch immer wieder vielen anderen Händlern in den Gesprächen, ist eigentlich die klare Differenzierung, weil es passiert natürlich schon aus Geschichten, zum Beispiel, dass ich sage, okay, du kriegst. Wenn du auf Geizhals zum Beispiel gehst, Preisvergleichsplattform, du kannst, gibst den Staubsaugerroboter XY ein,
dann kommen natürlich 10, 12 verschiedene Händler. Da geht es ja meistens über den Preis. Wir machen eigentlich bewusst nicht bei der Preisspirale mit, versuchen uns aber zum Differenzieren. Ich glaube, der Grund, warum es im Vorarlberg am Anfang auch so erfolgreich war, war zum Beispiel der 7-Tage-Test. Obwohl man im Internet ja das 14-Tage-Rückgaberecht hat. Aber ich habe einfach auch gemerkt, zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis oder im Verwandtenkreis, die haben immer nur gesagt, boah, ist das nicht nur ein Spielzeug, kann das was? Und so, dann habe ich gesagt, was war's, nimm das Ding mit, probier es einmal aus, wenn es nicht passt, bringst du mal wieder. Die Geschichte hat es erledigt, kostet nichts. Und das hat im Vorarlberg eingeschlagen, eigentlich schlussendlich über eine Bombe. Und nach internen, extremen Diskussionen mit einem Geschäftspartner habe ich gesagt, ich will das auch im Internet machen. Und ja, da haben alle gesagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Was tust du, wenn die Geräte nicht zurückkommen und solche Geschichten? Bis ich mir dann durchgesetzt habe und ich einfach gesagt habe, okay, weißt, wisst ihr was, testen wir, probieren wir es einfach mal 2-3 Monate. Alles, was nicht zurückkommt, nehme ich auf meine Kappe, privat. Und dann haben wir das gestartet und seitdem explodiert das Ganze. Also, oder zum Beispiel die 5-Jahres-Garantie. Das klingt jetzt auch nicht neu von dem her gesehen, 5-Jahres-Garantie. Das kriegst du bei einem Amazon oder sonstigen Händlern, nur da musst du dafür zahlen. Mhm. Und bei den Mährobotern zum Beispiel ist bei uns die 5-Jahres-Garantie im Verkaufspreis inkludiert. Schlussendlich, das war zum Beispiel auch so ein Erfolgsfaktor für die Mähroboter. Ich weiß es aus dem Vorgespräch, zwischenzeitlich seid ihr ja eher auf dem deutschsprachigen Raum Marktführer. Mhm. Kann man das so sagen? Also Marktführer bedeutet, ihr setzt am meisten um alles, was an Haushaltsrobotern so in Deutschland und in Österreich vertrieben wird. Seid auch ihr in Marktführer. Der Schweiz. Auch in der Schweiz. Mhm. Und das, wenn ich das so sagen darf, wir, ich als Kobler, du als Götzner, in dieser Form, ihr habt es echt geschafft, Marktführer in diesem Bereich zu werden, ist unfassbar. Das hängt auch, wie ich es vorher gesagt habe, hauptsächlich mit dieser, wir bezeichnen es intern als die Differenzierungslandkarte. Also da wird auch alle 3-4 Monate gibt es da Workshops, wo wir uns einfach immer wieder, weil über das Produkt können wir uns nicht großartig differenzieren. Wir können es eben nur durch Dienstleistungen. Und das ist eigentlich einer von den Erfolgsfaktoren. Das ist schon ein Grund mit, warum wir ja, sehr viele Google-Geschichten machen, von dem her gesehen. Könnte man aber dann nicht machen, wenn wir diese Differenzierungen nicht hätten. Und trotzdem habt ihr am Garmarkt hier in Götzis, wir berichten ja auch hier vom Garmarkt, und am Garmarkt in Götzis euch für diesen Standort entschieden. Warum hat sich das Meyer Robot Center für diesen Standort am Garmarkt in Götzis entschieden? Also einerseits ist sicher auch die zentrale Lage im Vorarlberg, von dem her. Natürlich auch durch das, dass man Götzner ist, hat man nicht weit. Ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Mein Geschäftspartner wohnt auch am Garmarkt. Also das ist doch um die Ecke. Das ist natürlich auch von den ganzen Gegebenheiten. Also jetzt ob es Restaurants sind, die Hotels und solche Geschichten, wo man die Geschäftspartner auch einladen kann. Also man ist sehr zentral. Uns war aber ein extremes Anliegen, dass wir auch an der Straßenseite sind. Also dass die Leute auch bei uns schlussendlich parkieren können. Und natürlich aber auch die Büroräumlichkeiten und so weiter. Und da war einfach mit der Prisma und mit der ZM3, da haben wir einfach die optimalen Bedingungen vorgefunden, sagen wir mal so. Christian, wenn du mir die Frage jetzt nicht beantwortest, bin ich dir nicht böse, aber vielleicht kannst du mir einen Anhaltspunkt geben. Mhm. Was macht Ihr Umsatz im Jahr mit Eurem Unternehmen? Circa 30 Millionen. 30 Millionen, die hier rausgehen. Mhm. Unfassbar. Und das Ganze, wie gesagt, ganz klein entstanden, heute eine riesige Geschichte. Worauf führst du persönlich den Erfolg zurück? Also vielleicht darf ich es anders ausdrücken. Ich kenne dich aus deinen Vorgeschichten, ich weiß, was du früher gemacht hast. Muss man irgendwo, und das meine ich jetzt positiv, muss man irgendwie positiv naiv sein, um so eine Geschichte anzugehen? Oder wie würdest du das bezeichnen? Oder mutig? Muss man einfach mutig sein und sich was trauen? Oder, Bei uns steht einfach der Kunde im Mittelpunkt. Ich überlege mir immer selber, was würde ich mir jetzt eigentlich erwarten, wenn ich in so ein Geschäft reingehe. Und ich sage immer, es darf eigentlich auch kein großer Unterschied sein zwischen Offline und Online. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist einfach auch, kannst du nur wiederholen, ist diese Differenzierungslandkarte, auf das ist eigentlich aus meiner Sicht der Erfolg von uns zurückzuführen. Weil einfach, dass man immer sich auch immer wieder überlegt, okay, wie gesagt, das mit der 5-Jahres-Garantie oder das mit dem 7-Tage-Test, es ist auch viel Psychologie im Spiel.
weil wir, wo wir gestartet haben, waren wir auch so naiv mit MyRobotCenter, wo wir zum Beispiel das erste Mal den deutschen Markt bearbeitet haben. Haben wir gedacht, ja, österreichische Telefonnummer, österreichische Kontonummer, IBAN PIK, da bin ich spesenfrei. Wir haben volles Rohr den deutschen Markt beworben und wir haben keine Bestellung. Also wir haben schon ein paar Bestellungen gekriegt, aber überhaupt nichts eigentlich im Vergleich zu dem. Und dann haben wir zwei Sachen eigentlich geändert. Wir haben eine deutsche Kontoverbindung, eine kostenlose Hotline, wo nicht mehr +43 davor steht und auf einmal ist Deutschland gelaufen. Das Ganze funktioniert. Und das sind halt einfach, ich sage immer so, viele kleine Sachen oder mit das Trust-Job-Siegel oder auch die Kundenmeinungen. Also bei uns ist zum Beispiel ein von meinen Daily-Jobs ist jeden Morgen, schauen wir die Kundenmeinungen an, wie zufrieden sind die Kunden, gibt es da irgendwas vom Service. Wir haben auch kein externes Callcenter, bei uns wirklich die Mitarbeiter, die geschult sind. Bei uns ist auch extrem wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich Feuer und Flamme für die Produkte sind. Das merkt einfach der Kunde, ist jetzt da einer, wo er einfach nur redet oder steht er wirklich hinter dem Produkt. Da schauen wir ganz extrem dazu, vor dem her gesehen. Machen auch sehr viele im Mitarbeiterbereich. Wir sagen auch immer das Ausbildungscenter, MyRobotCenter, vor dem her gesehen, sind viele in Studiengänge und solche Geschichten. Aber das ist uns einfach extrem wichtig, dass der Kunde einfach das Gefühl hat, ja, okay, der muss einfach das Gefühl kriegen, auch wenn er online bestellt, da bin ich genau richtig aufgekommen. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Eine Frage, wo geht die Zukunft hin mit den Haushaltsrobotern? Mhm. Würde mich sehr interessieren. Ist ein Ende abzusehen? Nein, das nicht. Also wie gesagt, bei den bestehenden Produkten merkt man einfach, sie werden immer intelligenter. Es kommt immer mehr Technik. Also mit Sprachbefehlen, Alexa und was der Kucker was alles. Wie ich so schon erwähnt habe, es wird Bügelroboter, Kochroboter, solche Geschichten. Das ist jetzt, wo wir wissen, das kommt relativ rasch. Es ist extrem viel in Entwicklung. Also da sind wir noch lange nicht am Ende. Nee. Was macht Christian Sommer, wenn er nicht gerade über Roboter spricht, über Roboter handelt oder mit Robotern zu tun hat? Geht er gerne unter Menschen? Ja, natürlich. Wenn es die Zeit zulässt, ja. Nein, also ist doch sehr anstrengend. Also, aber durch das, dass der Job auch sehr Spaß macht, schlussendlich arbeitet man natürlich auch gerne. Aber man trifft sich natürlich gerne mit Kollegen und solche Geschichten. Eine Leidenschaft von mir ist auch das Grillen. Also man trifft mich auch immer wieder auf Grillseminaren und solche Sachen. Also das ist auch so ein schöner Ausgleich. Dann hat man, weil eh die Zeit so übrig ist, hat man auch ein Studium begonnen und solche Geschichten. Also das sind, ja, langweilig wird es nicht. Also Christian, dann freue ich mich ganz einfach auf die Einladung, wenn das Ländle TV-Team eingeladen wird auf ein Grillfest. Schau mal. Wichtig ist, das macht noch nicht der Roboter, das macht der Chef persönlich. Es gibt aber einen Grillreinigungsroboter. Okay, also schon wieder was gelernt. Ganz genau. Christian, mich freut es ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast, über ein so interessantes Thema zu sprechen. Die Entwicklung ist ja nicht absehbar. Freue mich persönlich, dass deine berufliche Einsatz sich so entwickelt hat. Wünsche dir viel Erfolg und Danke. Wir treffen uns sicher irgendwann wieder bei einem Spritzen. Gerne. Hier am besten am Garmarkt. Alles klar, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Auch. Ja, liebe Zuseher, jetzt haben Sie einen Menschen gesehen, der es geschafft hat, innerhalb von 10 Jahren eine Firma sehr erfolgreich aufzubauen. War für mich interessant. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Und natürlich hoffen wir, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Ländle Talk aus dem Studio in Götzis am Garmarkt.